Sehen Sie sich was an, Herr Saboteur. Sagen Sie das, diesen Stormtrooper. Ich schleie ihr nur meine Kleidung. Scheint sich zu weigern, sich umziehen zu gehen. Saboteur, nur weil dieser Sturmtruppler nichts anhat, müssen Sie auch nicht gerade. Ich habe ihr nur meine Kleidung geliehen. Sollte eher noch eine Hose geben. Also wollen Sie, dass ich hier ohne Hose stehe? Nein, Sie sollten sich eine neue holen gehen. Alle am Essen. Super, Nessus. Super. General. Ja. Ich habe eine erneute Aufzeichnung. Schön, ich werde Sie bewahren. Mit dem. Wir machen das gewohnte Abendmahl. Rufen Sie alle zum Essen zusammen. Zu Tisch. Herr Saboteur, kommen Sie zu Tisch. Reparator, was ist für das Spiel? Ihre Waffen sind heftig. Zu Tisch, sagten Sie. Auch. Ist die Tür denn hier offen? Ist doch Durchzug. Legen Sie sich doch nicht unter den Tisch. Boah, ich will nicht bei diesem Psychopathen sitzen. Was ist denn hier passiert? Wieso ist der Imperator ohnmächtig? Was ist denn hier passiert? Was ist passiert? Wasser! Der Imperator war ohnmächtig. Wasser! Und hier fehlt eine Bank. Warum fehlt hier eine Bank? Ach so. Wo ist der Koch? Weiß nicht, Meister. Ich bin hier, mein Lord. Gut, servieren Sie uns was. Die ganze Einheit ist zu Tisch. Verstanden. Was für Töne? Achso. Ist zu spät. Sagen Sie mal, Sie können doch jetzt hier nicht oberkörperfrei am Tisch sitzen, das gehört. Ich will meine Uniform nicht dreckig machen. Veranstalten Sie mal so eine Sauerei beim Essen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eine Gangenplatte und ein Hornyburger. 007, wie wollen Sie denn durch den Helm essen? Ja, das habe ich. Jetzt bin ich auf die Versuch gespannt. Für Ihren Druiden. Ah, endlich mal aus dem Helm raus. Ja, völlig schwarz angelaufen. Ein Kanu-Burger für Sie, Meister. Winzling, Ihr Weißbrot. Ah, Weißbrot. Und für Sie, Captain, ein Lemuren-Steak.
hätte gern was Deftiges. Ein Enderkuchen? Nee, was ist was? Kuchen. Was verbrannt werden kann während meiner Arbeit. Braucht viele Kohlenballaststoffe und Kohlenhydrate. Also ein Enderkuchen. Sie sind der Fachmann. Jetzt nehmen Sie schon Ihren Kuchen. Ich kann das nicht so lange angucken. Was ist er mir? Und für Sie noch ein Garno-Burger. Ich liebe Burger. Haben Sie Captain Phasma gegessen? War der für Captain Phasma? Ich konnte nicht widerstehen. Ich liebe die Burger, wo man den ganzen Kiefer aushängen muss. Sagen Sie mal, Herr Koch, haben Sie noch Bier? Bier besitze ich leider nicht, aber ich habe viele Teesorten. Sturmtruppler müssen immer bei vollem Bewusstsein bleiben. Der Tee, ja, aber wir haben doch so wenig Schmerzmedikamente. Wir haben doch so wenig Schmerzmedikamente. Da hilft Bier doch. Hat jetzt jeder was bekommen? Nein. Ja, dass du keine Leber bekommst, war ja wohl klar. Wobei, wir könnten mal so Dino-Leber für dich besorgen. Das schmeckt nicht so gut. Habe ich schon ausprobiert. Obwohl sie so riesig sind. Ich habe die meiner Testsubjekte probiert. Mein Schüler, setz dich. Es wird noch eine Teerunde geben. Sagen Sie mir bitte, dass 69 noch am Leben ist. 69 ich mag diesen ist noch Vogel. Am Leben. Oh, Gott sei Dank. Was? Reinige deinen Druiden aber noch. Koch, haben wir auch etwas zu trinken? Die Runde kommt jetzt. Serviere es gerade. Haben wir Blut? Meine Blundertee? Ja, das haben wir. Können wir uns bitte über den Saboteur unterhalten? Er ist merkwürdig. Nimmt sich jeder ein Tässchen? Meine Architekt, wie sind die Burger? Kann man dir empfehlen? Du musst dir den Kiefer aushängen und den ganzen runterschlucken. Tut ein bisschen weh, aber wenn man sich dran gewöhnt. Der Koch noch einen Burger. So, haben Sie noch etwas für mich zu trinken? Jawohl. Oh, das Weißbrot schlägt mir wieder so auf den Magen. Ah. Oh. Okay, jetzt scheint das Vernünftiges zu sein. Brauchen Sie etwas? Ich hätte noch gerne einen Burger und was zum Runterspülen. Verstanden. Unter Ihnen. Da liegt doch ein Burger. Und Ihr Tee. Verbindlichsten Dank. Oh, das schiebt ganz schön. Schmeckt schön rauchig. Schmeckt man nicht dran geholt. Die kann man durch die Nase ziehen. Lol. Huch, haben Sie denn den Hut her?
ist ja. Gibt es auf diesem Planeten einen Huthändler? Ich habe noch keinen getroffen. Ah, ich wollte schon immer einmal einen Zylinder haben. Er hat schon mal Platz gemacht im Magen. Meister? Meister, können Sie einmal kurz mitkommen? Was heißt mitkommen? Da, wo uns bestimmte Personen nicht hören. Verdammt, jetzt ist mir der Teller runtergefallen. Niedrig oder warum schmeißt der Teller auf den Boden? Der neue. Weil der Teller komisch ist. Komisch vor. Macht der hält dich. Allen hier Fotos und. Dann sagt er, er hat keine Kamera. Ah, ich muss nochmal auf die Toilette. Entschuldigen Sie mich kurz. Er kommt dir noch so verdächtig vor. Dann lad mal die Betäubungsmunition. Letzten ist es ganz schön schief gegangen. Wir sollten Labusha eventuell fragen, ob er ihn mit seinen Fallen ummachen könnte. Gute Idee. Labuteur? Zur Audienz. Wenn's nicht schon wieder leckt! Ah. Oh, das tat gut. Hören Sie, was mein Schüler zu sagen hat. Ich würde es nicht mit offener Tür. Stellen Sie ein paar Fallen für den Winzling auf. Er kommt uns ein wenig komisch vor. Was für ein Haben Sie vielleicht noch ein Getränk für mich? Ich bin nach. Ich wollte die Betäubungsmunition verwenden, aber mein Schüler ratet mir davon ab. Es müsste noch mal Tee im Kühlschrank sein. Er besitzt eine Gasmaske. Aber er besitzt eine Gasmaske. Nehmen Sie ihn die ab. Sagen Sie, brauchen Sie. Für ein Upgrade oder so. Ah, vielen Dank. Fühlt sich. Verhalten Sie sich normal, damit er keinen Verdacht schöpft. Ach, eine Keule ist doch normal, oder nicht? Ich bevorzuge die Falle. Jawohl. So, kommt wieder mit, BDA. Hey, jetzt, ich will das mitkriegen. So, es umfasst mal. Er ist so winzig und macht schon so einen Krach. Ja, das macht er wirklich. Und was mal? Ja, wo man da? Frauen der 007 Einheit, ist Ihnen der Code bekannt? Es gibt eine 007 Einheit, ja, man da. Ein Schüler hat Bedenken geäußert. Wir werden da mehrere Sachen überprüfen. Wie weit? Herr Berater, ich wollte Ihnen noch die Liste überreichen. Ich habe alles für die Mechs getan, was ich tun konnte. Ohne bessere Ersatzteile. Wenn Sie beim nächsten Mal bei einem Händler vorbeikommen, wäre es toll.
Falls ihr davon welche mitbringen könnten. Es stehen keine Mengenangaben. Ach, alles nur einmal wird benötigt. Wir haben ja nur der hier ist noch reparabel. Der andere ist noch nur noch Deko, leider. Da hat irgendjemand den Kern komplett zerstört. Wrestling, haben Sie noch Hunger? Nicht so wirklich. Mir wird vom Essen des Kochs hier immer mal ein wenig übel. Dankeschön. Es ist sehr saftiges Fleisch. Ja, ich kann es ja mal probieren. Das ist tatsächlich das Erste, was mir bis... Oh, verdammt! Oh, was wollen Sie nicht das? Lieber die Toilette besuchen? Machen Sie das nicht in der Öffentlichkeit! Wir haben Räumlichkeiten dafür! In der Basis befindet sich eine Toilette, benutzen Sie doch diese. Ja, oh. Er wird gerade ausgelacht. Toilette ist in der Basis. Ich schaffe es nicht mehr bis dahin. Doch, das schaffen Sie. Nur der BB-8 so quer durchs Bild geflogen. So viel Reparator, Abstand halten. Haben wir ihn? Ich geh mal nachsehen. Gott, ist der zugeschissen. Naja, ich möchte beim Scheißen auch nicht von einer Falle überrascht werden. Wenn Sie ihn ein oder so. Trägt er etwas Verdächtiges bei sich? Eventuell seine Kamera? Er trägt keine Kamera bei sich. Er trägt nur an. Mein Schüler? Ja, Meister. Ins Gefängnis mit ihm. Du machst das Verhör. Der Saboteur ins Gefängnis mit ihm. Los? Kontrollieren Sie die Betäubung. Nehmen Sie ihn alles ab. Dann drüber. Betäubung kontrollieren. Ins Gefängnis. Warum stehen bleiben? Ich wollte Ihnen noch vorher alles abnehmen. Da drin liegt schon jemand. In eine andere Zelle. Nur Etekna. So, mein Schüler, das Verhör gehört dir. Berichte mir dann davon. Ja, mein Schüler. Was ist passiert? Wo bin ich? Was zum? Sie sagen mir jetzt alles, was Sie fotografiert haben. Was? Wie, ich war doch gerade noch. Was? Es ist ja los. Was? Zu wem gehören Sie? Zu Ihnen natürlich. Was soll das denn? Wollen Sie, dass mein Zwerg Ihnen drei Finger abbeißt? Oh Gott, nehmen Sie das Vieh weg. Also fangen Sie an zu reden. Ja, über was denn? Über das Wetter oder was? Okay, ich muss reinkommen. Und ich denke, er hat Hunger.
Also, wollen Sie sagen oder soll ich reinkommen? Was soll ich Ihnen jetzt sagen? Ich gehöre zu Ihnen. Was soll ich denn machen? Ich hoffe, dass er nicht rauskommt. Also, der letzte Versuch. Das kannst du dir doch nicht machen. Sie und woher kommen Sie? Ich arbeite. Ich wird's unschön. Nein. Das ist alles sein Plan. Sein Plan. Er ist der Verräter. Verräter? Der hat mich. Der hat mich irgendwie. Der Saboteur war schon immer so komisch drauf. Der Saboteur hat aber keine Fotos von allem gemacht. Ich hab doch keine Fotos von irgendjemandem gemacht. Wo ist die Kamera? Ich hab keine Kamera. Was war für eine Kamera? Vielleicht fehlen Ihnen drei Finger. Dann drüber. Die Kamera muss ausfindig gemacht werden. Ich bin doch einer von Ihnen. Was soll das? Wir suchen eine Kamera. Sie muss irgendwo hier in der Basis versteckt sein. Ja. Ah, oh mein Gott. Ich bin Ihnen die restlichen, wenn Sie nicht anfangen zu reden. Ich denke, das war ein wenig viel. Oh, ich verblute. Mein Finger. Ein wenig verbinden. Ich muss auf die Krankenstation. Das sollte reichen. Ihm geht's wieder besser. Sagen Sie, wo die Kamera ist, oder es endet schlimmer. Sehen Sie auf, die Wunde verheilt. Wer spielt immer mit diesem Minenraum? Nein. Das Mist, wie hat mir ein Finger abgebissen? Waren Sie das, Architekt? Nein. Es ist nur ein Finger. Weh, verdammt. Vielleicht war es der... Hiermit tut's noch der dichtige Sturmtruppler. Vielleicht wurde hier die Kamera versteckt. Ich kann nicht sagen, was ich nicht weiß. Tun Sie nicht so auf dumm. Oder wollen Sie elektrisiert werden? Von meinem Reden. Tut bestimmt auch was. Aber ich hab Ideen doch besorgt. Nein, das war ein anderer. Schattenkuppler. Negativ. Jawohl. Wird jetzt ein wenig schmerzhaft für Sie werden. Was? Hey! Also noch einen letzten Versuch. Wo ist die Kamera? Ich hab keine. Ich weiß nicht mehr, wie meine Kamera bedient. Das ist falsch. Sie haben bei Ihrer Ankunft bereits gesagt, dass es funktioniert. Viel Spaß. Nein, das habe ich nie gesagt. Nehmen Sie den Wahnsinnigen weg. Das kribbelt nur einmal ganz kurz. Hilfe. Mein Schüler rettet den. Der Elektroschocker tut sehr viel mehr weh. Sehr cool. Also Schauspielkunst, 5 Sterne. Haben Sie ihn bewusstlos geschockt? Das war wohl zu viel. Er wacht gleich wieder auf. Sie waren heiß drauf, hm? Das nächste Mal ein bisschen kühner damit. Wollen ihn noch immerhin befragen können, nicht umhauen. Wir gehen auf diese Trage dort und machen ihn wieder fit. Wir haben die Kamera in der Basis noch nicht gefunden, die du uns beschrieben hast. Vielleicht bist auch du mein Schüler, der Verräter, wo Bilder gemacht hat. Wenn diese Kamera nicht aufzufinden ist. Wenn Sie das denken, dann betäuben Sie mich. Sie werden nichts finden. Finde heraus, wo dir Sturmtruppler seine Kamera versteckt hat, wenn du schon glaubst, dass es er ist. Habe ich da betäuben gehört? Herr Saboteur, gehen Sie Ihren Bunsenbrenner bereit machen.
Ich schaue mir das nicht nochmal an. Bei dem Rebellen hat das schon gestunken, das verbrannte Fleisch. So, wenn sie nicht anfangen zu reden, werden wir hier alles auf den Kopf stellen und sie werden hier verbrannt werden. Oh. Solange sie den Wahnsinn von mir fernhalten. Oh. Lässt sich einrichten, sobald sie anfangen zu reden. Ja, worüber denn? Ich weiß doch nicht. Wo ist die Kamera? Es gibt keine Kamera, verdammt. Dann tut's mir leid für sie, dann werde ich den Saboteur hier reinlassen. Mit irgendetwas haben sie aufgezeichnet. Wenn es keine Kamera war, dann war es eine kleine Droideneinheit, eine Drohne oder sonst irgendwas. Meine Helmkamera wurde beschädigt. Die hat nicht mehr funktioniert und ansonsten habe ich noch nie eine Kamera bedient. Das. Also doch eine Kamera bedient. Ach Gott. Das war das Falsche. Aber doch nur die integrierte Helmkamera. Das ist doch. Ihr habt doch nicht mal mehr einen Helm. Wir glauben nicht, dass sie ein Sturmtruppler sind. Das ist ja lächerlich. Ich fülle die größten Anforderungen. Was soll das denn? Sagte der Minions. Mein Schüler, mach dein Lichtschwert nicht schmutzig. Lichtschwert. Wir haben einen Bunsenbrenner. Ich mag das Licht. Sturmtruppler, kann man mir eine Wäscheklammer für meine Nase? Oh Gott! Halten Sie den Wahnsinnigen mit der Wunderkerze von der Fern. Wunderkerze? Haben Sie keine Wunderkerze? Das sieht aus wie eine Wunderkerze. Ich? Verdammt. Wo ist die Kamera? Bei meinem Imperator? Mein Lord, ich habe damals eine Schulung mitgemacht, wo Foltermethoden mit behandelt wurden. Und ich habe in ihrer Zelle ein Ölfass und einen Liegestuhl, wo man Ölboarding betreiben kann. Eine verschlimmerte Variante von Aquaboarding. Legen Sie sich auf die Liege. Ich mache Ihnen die Zelle frei. Legen Sie sich auf. Nein! Mein Schüler und der Saboteur bitte aus der Zelle. Legen Sie sich auf die. Wir lernen jetzt eine neue Foltermethode von unserem Architekten. Macht ihm Platz. Mein Lord? Haben Sie Ihre Kammer offen gelassen? Nein. Denn die Tür zu Ihrer Kammer steht offen und jemand hat Ihnen eine Nachricht dort hinterlassen. Ich habe nach der Kamera gesucht und war gerade dabei, die Schlafräume zu durchsuchen. Ach, wir wollen jetzt nicht wahr sein.